Moin Moin zu Schnappfisch auf TTTV. Man nehme eine handelsübliche Backmischung und tut diese mit etwas Milch in eine Schüssel. Das mixt man dann einmal kräftig durch und schiebt den ganzen Kram in einer Backform in den Backofen. Dann wartet man ungefähr 13 Minuten und et voilà, hat man einen trockenen Kuchen, der auch nicht wirklich sonderlich gut schmeckt. Dabei gibt es doch viel bessere Alternativen fürs Backen. Zum Beispiel einfach mal den Mixstab und den Schneebesen selber in die Hand nehmen und einfach mal selber Konditor spielen. Genau das wollen wir nämlich heute machen. Und damit das Ganze auch noch etwas spannender wird, wollen wir heute zwei Kochteams sich miteinander duellieren lassen. Und hier sind die beiden Teams hinter den Backöfen. Team Nummer 1 besteht aus Bela und Liv, die heute mit doppelter Power loslegen wollen. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Und das zweite Team besteht aus Sebastian, der bereit ist, diese Show zu einer One-Man-Show zu machen. Hallo Sebastian. Hallo. Beide Teams haben ein Rezept mitgebracht, das sie heute backen möchten. Dieses Rezept wird dann der Jury vorgestellt. Und hier ist unsere Jury. Hier sind Yannick, Schokofee, gehen wir mal hier rüber, und Ursa. Ja, hallo. Wir haben uns ein paar Kriterien ausgedacht, wie wir eure Rezepte letztendlich bewerten werden und eure Kuchen, die da rauskommen. Starte du doch mal. Genau, der Geschmack spielt auch eine Rolle. Ich finde den Geschmack sehr wichtig, weil nicht nur das Aussehen von Bedeutung ist. Mir ist Kreativität wichtig. Ja, genau. Mir ist Optik sehr wichtig, denn das Auge isst bekanntlich ja auch mit. Wir haben Folgendes uns ausgedacht. Wir zusammen entscheiden, wie viele Punkte nach jedem Kriterium jeder Kuchen kriegt. Da schauen wir uns insgesamt das an, von Punkt 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste und 10 das Beste. Und letztendlich rechnen wir das dann alles zusammen. Okay, Dankeschön an die Jury. Gerne. Gut, jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt, worauf ihr achten müsst. Und deswegen würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Ja, und wir beginnen mal bei Bela und Liv. Liv, womit wollt ihr denn heute die Jury bezaubern? Wir backen eine Schoko-Haselnuss-Torte. Die bestimmt wird aus abwechselnd Böden und einer Creme, die gemacht wird mit einer Schokocreme. Die ganze Torte toppen wir mit etwas Sahne und Schokoriegel. Okay, und laut meinen Notizen braucht ihr jetzt als allererstes Eier. Ich habe ja immer so meine Probleme mit Eiern. Wenn ich die aufschlage, kommt meistens immer so ein bisschen Schale mit. Sag mal, Bela, hast du da vielleicht irgendeine spezielle Technik, wie du es machst? Genau, und zwar, wenn ich Eier aufschlage, dann nehme ich mir immer das Ei in die Hand und benutze dazu ein Messer und schlage dann einfach ein paar Mal drauf. Und dann geht das eigentlich ziemlich gut, ohne Schale in die Schüssel. Genau, und wir fangen jetzt auch gleich mit unserem Biskuitboden an. Dazu schlagen wir jetzt erstmal die 6 Eier, die ich hier gerade in die Schüssel tue, schaumig mit etwas Zucker. Genau, zu unseren Eiern kommt jetzt 150 Gramm Zucker. Und das Ganze wird jetzt auf höchster Stufe in einer Küchenmaschine oder mit einem Handrührgerät etwa 15 Minuten lang schaumig geschlagen, bis sich die Menge ungefähr verdreifacht hat. Genau. Während ihr eure Eier jetzt mal schaumig schlägt, gehe ich mal rüber zu Sebastian und schau mal, was der so macht. Sebastian. Ja? Während ich gerade mit von Bela gesprochen habe, hast du ja schon, wie ich sehe, ein bisschen Schokolade zum Schmelzen gebracht. Also du machst doch nicht auch eine Schokoladentorte, oder? Nein, ich mache eine Hinterschnecken-Torte. Also so eine Hinterschnecken. Ist sehr schön. Und was ist da drin in dem Topf dabei? Da ist die Schokolade und die Butter drin. Ah, okay, also du schmelzt es mit Butter. Genau. So, ich sehe, unsere Eier sind ja mittlerweile schon ziemlich schaumig geschlagen. Genau. Und ich dachte, du musst jetzt etwas mit Nüssen machen. Genau, ich röste jetzt hier die 75 Gramm gemahlene Haselnüsse an. Dadurch wird der Geschmack später stärker und man schmeckt sie später besser aus dem Boden heraus. Mhm. Okay, dann mach das mal. So, die Haselnüsse sind jetzt fertig angerührt. Und was kommt jetzt? Genau, wir sieben jetzt die trockenen Zutaten. Und zwar haben wir hier Backpulver, Mehl, Speisestärke und Kakaopulver. Und
Peanut dort rein. Wir sieben das, weil wir sonst kleine Klumpen haben im Teig später, die dann sich nicht ordentlich vermischen und dann auch noch nach dem Backen im Teig bleiben. Und dann hätte man so ein kleines Mehlnest zum Beispiel. Ja, und durch das Sieben verteilt sich das halt alles. Dann, während ihr hier weiter siebt, würde ich vorschlagen, ich gehe mal rüber zu Sebastian und schau mal, was der so treibt. So, Sebastian, was hast du denn hier in der Zwischenzeit gemacht? So, ich habe als erstes die Schokolade fertig gemacht, dass die jetzt leicht abgekühlt ist von der Hitze. Dann habe ich das Eigelb und den Rest da fertig gemacht. Das heißt, ich muss jetzt die Schokolade hier reinmachen in die Schüssel und dann nachher den Rest. Genau. Okay, während du das machst, stelle ich dir einfach mal ein paar Fragen. Gerne. Mich würde interessieren, wie bist du eigentlich zum Backen gekommen? Wo ich immer in den Ferien bei meiner Oma war, habe ich oft mit ihr gekocht, also besser gesagt gebacken. Mhm. Und da hatten wir Torten und Kuchen gebacken und auch zwischendurch mal so. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und was war damals so deine Lieblingstorte oder dein Lieblingskuchen? Schokoladentorte. Also ganz klassisch. Klassisch, auf jeden Fall. Und was ist dir beim Backen so das Wichtigste? Das Wichtigste ist der Geschmack und das Aussehen. Das Aussehen. Dann mache ich jetzt hier mal das da leicht rein. Aber nicht zu doll, sonst ist das nicht gut. Dann haben wir das jetzt schon fertig. Und jetzt benutze ich das Sieb, um den Rest da reinzumachen. Also den gleichen Schritt wie gerade auch schon. Genau. 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 Das mache ich jetzt einmal hier fertig mit einem Schneebesen und muss das jetzt erstmal umrühren, damit sich das alles hier vermischt. Wie gesagt, wir müssen gleich eine schöne Creme haben, die aus Schokolade besteht, und damit wir das dann nachher aufs Backblech machen. Und das wird dann zur Creme, die du dann über den Boden streust, oder ist das der Boden? Das ist der Boden. Ah. Ja. So, jetzt hole ich einmal kurz das Backblech raus. So. Hier drauf. So. Danke, dass du mir hilfst. So, damit sollten wir jetzt fertig sein. Und das Ganze schiebst du jetzt in den Ofen? Ja, ich lasse das kurz mal ein bisschen hier gleichmäßig verteilen. Wenn das nicht gleichmäßig ist, dann ist das ja unterschiedlich nachher auf den Stückchen, die ich da mache. Und das wollen wir ja nicht. Dann schiebst du das jetzt in den Ofen? Genau, ich schieb das jetzt in den Ofen. Für wie lange? Für 20 Minuten, auf 200 Grad. Ah, alles klar. Gut, während du das machst, gehe ich mal kurz rüber zu der Konsole und schau, wie weit die jetzt sind. Ja. Genau, wir haben jetzt hier unsere Zutaten mit der Küchenmaschine kurz untergehoben auf geringster Stufe und dann nochmal ein bisschen mit dem Löffel nachgeholfen und das Ganze in einen Tortenring gegeben, der auf Backpapier ist und der ist auf 24 cm eingestellt. Das heißt, unsere Torte wird dann am Ende ca. 24 cm Durchmesser haben. Und wir packen das Ganze jetzt auch bei 180 Grad in den Ofen für eine halbe Stunde. So, jetzt ist Sebastians Teig bereits fertig aus dem Ofen und es steht hier noch ein bisschen zum Abkühlen. Und Bela holt gerade seinen eigenen Teig aus dem Ofen raus. Und währenddessen macht Sebastian hier seine Himbeeren. Oder was machst du da? Genau, ich quetsche die Himbeeren aus, damit ich den Saft erstmal bekomme. Und das werde ich dann nachher mild erhitzen. Mhm. Dazu benutze ich dann halt Agar-Agar. Agar-Agar? Was ist Agar-Agar? Agar-Agar ist ein Ersatzprodukt für Gelatine. Also es ist eigentlich vegetarisch, könnte man so sagen. Mhm.
Und das macht es dann, das Ganze dann einfach fester, also genauso wie Gelatine sozusagen. So gesagt, ja. Ja, okay. Gut, dann schauen wir mal, was aus dem Teig von Bela Druck geworden ist. Also ich löse gerade den Boden aus der Form. Es geht immer ein bisschen schwerer, weil der da natürlich dran backt. Aha. Genau, das ist jetzt unser Boden. Den werden wir nachher wahrscheinlich in zwei Teile teilen. Aber dann bitte durchsägen. Und den bedecken wir jetzt aber erstmal mit einem Handtuch. Warum? Also warum nutzt ihr da jetzt ein Handtuch drüber? Das ist einfach, damit er nicht austrocknet und noch schön feucht bleibt, weil das Wichtige ist an dem Boden, dass er schön feucht bleibt. Mhm. Das ist auch ein Biskuitboden, die halten immer schön die Feuchtigkeit. Und wenn wir das Handtuch jetzt nicht drauflegen würden, würde er einfach oben austrocknen und dort kross sein, dass nicht so lecker werden. Wahrscheinlich auch ein paar Ritze bekommen und so. Ja. Okay. Jetzt geht es ans Eingemachte. Es geht um die Füllung der Torten. Für mich persönlich ist es ja einer der spannendsten Teile tatsächlich. Weil eine gute Füllung kann einer Torte ja noch einmal den richtigen Pep, die gute Überraschung geben. Und das würde sich ja auch bei der Jury gut auswirken. Schließlich ist ja Kreativität unter anderem ein Punkt. Die beiden Füllungen raten die Teams hier gerade vor. Sebastians Füllung besteht größtenteils aus dem Himbeergelee, das er ja vorhin gemacht hat. Dieses geliert gerade so ein bisschen durch das Agar-Agar-Wasser drin und wird damit Sahne ersetzt. Das Team Want to Live und Bea produzieren jetzt gerade die erste Füllung besteht da aus unter anderem Sahne, Schokokruste, Frischkäse, aber auch Schokokruste. Dann schauen wir mal, wie die beiden Teams sind. Spannend, ihr müsst jetzt euren Teig aufschneiden, stimmt's? Ja, genau. Wir werden den Boden einmal in der Mitte durchschneiden, weil er nicht so hoch ist, dass wir ihn zweimal durchschneiden können. Dafür haben wir so ein Messer und die Teile am Rand bewirken, dass man den Boden ganz, ganz gerade durchschneiden kann. Genau. Und eigentlich war euer Plan, dass man drei Bodenstücke aus dem Teig macht, aber der ist nicht richtig aufgegangen, stimmt? Ja genau, er ist flacher geworden, als wir eigentlich dachten. Deshalb können wir ihn jetzt nur einmal in der Mitte durchschneiden, sonst könnte es sein, dass er uns durchbricht. Genau, wichtig ist, dass man einer festhält, ganz doll bitte, und ich jetzt mit viel Druck dafür sorge, dass das Messer die ganze Zeit unten bleibt. Also hier, fest. Jawohl. Und wir möglichst Lift auch nicht aus dem Schneiden. Das Backpapier hat jetzt ein bisschen gelitten. Aber wir haben ihn jetzt eigentlich perfekt einmal in der Mitte durchgeschnitten. Okay, und was ist dann euer nächster Schritt? Genau, als nächstes wird jetzt hier wieder der Tortenring drum gelegt. Und dann kommt hier die Creme drauf, die wir vorhin vorbereitet haben. Und der Boden da drauf. Und das Ganze wird dann noch mit einer Ganache eingestrichen und dekoriert. Okay, während ihr das macht, laufe ich mal rüber zu Sebastian und schaue, was der so macht. Na? Also, du hast jetzt auch zwei Stücke, aber du hast es nicht wie Liv und Bela in der Mitte durchgetrennt, also, sondern du hast sie halbiert. So durch, halbiert, genau. Genau, ich habe es halbiert, damit dann nachher die Himbeersoße oder wie man es nennen möchte, da gleich drauf kommt. Deshalb mache ich erstmal die eine Schicht da rein, dann forme ich das da richtig und dann bleibt das da und dann packe ich die zweite Schicht da drauf. Ah, du nutzt also die Alufolie, nutzt du also, damit das nicht so rauskommt? Genau. Ah. So. Jetzt wäre ich auch fertig. So, jetzt beginnen unsere Teams ihre Füllungen, die sie ja gerade so wunderschön vorbereitet haben, auf ihre Bullen zu verteilen.
Gerade da braucht man natürlich sehr viel Präzision, damit auch dieser Deckel, dieser obere Bodenbelag gut drauf haftet und auch alles schön gerade ist. Und natürlich ist auch gute Präzision wichtig für eine gute Optik, denn auch das wird ja später bewertet. Wie gesagt, das Auge isst mit und deswegen werden unsere Jurymitglieder natürlich auch darauf besonders achten. Wenn übrigens während dieser Sendung nicht ganz mitgekommen ist, welche Rezepte oder welche Zutaten er gerade jetzt braucht, der kann unsere Rezepte von diesen beiden Torten hier natürlich auch nochmal auf unserer Website schnappfisch.net nachlesen. Sebastian hat mittlerweile seinen Boden oder sein Dach auf seine Füllung gelegt. Und was machst du jetzt hier? So, ich mache jetzt als erstes die Sahne jetzt oben drauf, damit das nachher einen schönen Geschmack hat und damit das eine andere Ebene hat, wenn man so ziehen will. So, Sahne ist natürlich immer, oder generell so das Backen, ist ja immer sehr viel verbunden mit Zucker oder auch mit sehr viel Fett und es ist natürlich auch immer so ein bisschen ungesund. Genau. Das schließt ja auch unsere Torten hier nicht aus. Was sagst du denn zu dem Thema? Also zum Thema Zucker finde ich, dass das in den meisten Kuchen, Torten, wie man es nennen möchte, also es gibt ja verschiedene Arten, finde ich, dass in den meisten Sachen zu viel Zucker einfach reingemacht wird. Zum Beispiel, ich hatte ja vorhin, glaube ich, schon am Anfang irgendwie 175 Gramm Zucker reingemacht, das ist schon eine Menge. Wenn man das da jetzt einfach so in der Schale sieht, ist es halt nicht so viel. Ne? Aber wenn man das nachher irgendwie zusammenmischt mit den anderen Sachen, dann merkt man, wie viel das da in Wirklichkeit ist. Und dann habe ich nicht unbedingt so Lust, das dann noch zu essen, dann würde ich einen anderen Zucker verwenden. Hast du denn, seitdem du angefangen hast mit dem Backen, so immer das Gefühl gehabt, so, oh, da ist jetzt sehr viel Zucker drin, vielleicht nehme ich mir da jetzt doch nicht drei Stücke von, oder ist das wirklich auch nur, wenn du selber etwas backst? Auch wenn ich zwischendurch mal jetzt irgendwie zu Hause oder so vom Bäcker was hole, dann überlege ich auch zwischendurch, ob ich wirklich eins oder zwei Stücke davon esse. Okay, alles klar. Gut, und genau, wir haben jetzt erfolgreich die beiden Böden mit der Creme gestapelt und werden jetzt gleich eine Schokoladensahne aufschlagen, die wir hergestellt haben. Das ist wo kommt die her? Also ihr habt ja jetzt die ganze Zeit eigentlich an euren Böden oder an eurer Füllung gearbeitet. Wo habt ihr jetzt die Schokosoße her? Genau, die wird schon vorher vorbereitet, weil die eine lange Kühlungszeit von mehreren Stunden hat und deshalb kann man die sehr gut am Tag vorher zubereiten und sie dann im Kühlschrank aufbewahren, bis sie verwendet werden kann. Und was ist da drin? Genau, da sind 300 Gramm Sahne mit 200 Gramm Schokolade drin, Vollmilchschokolade. Und die Sahne wird erhitzt, bis sie kocht und dann von der Platte genommen. Und dann wird einfach die Schokolade gehackt, dort reingetan und gerührt, bis halt diese Masse entsteht. Und die haben wir dann über Nacht halt gekühlt. Das ist ein extra Werkzeug zum Verstreichen. Genau, das ist ein Konditorwerkzeug, was alle Profi-Konditoren benutzen. Und damit werde ich jetzt einfach hier die Torte schön einstreichen. Würdest du denn sagen, dass man unbedingt dieses Gerät braucht? Oder meinst du, man könnte es auch zum Beispiel mit einem Löffel probieren? Es geht auch mit einem Löffel. Was ich eher empfehle, ist eine Teigkarte, weil man mit der das wirklich richtig gut glatt kriegt. Jetzt merken wir, dass die Creme ein bisschen herausquillt, deswegen machen wir einfach den Tortenring nochmal auf. Drehen wir den nochmal um, sodass die Torte jetzt nicht auseinanderfällt und können jetzt hier sicherer die Ganache oder die Schokoladensahne drauf verstreichen. Dafür ist halt eine Winkelpalette sehr hilfreich, weil sie halt hier so ein bisschen angewinkelt ist und man dadurch sehr gut drankommt.
Genau, und das Ganze werden wir jetzt mit einer Spritztüte dekorieren. Da haben wir einen Sahneaufsatz, also das ist ein normaler Aufsatz für Sahne, um Sahnehäubchen zu machen. Und da machen wir jetzt am Rand so einen Kranz, also so verschiedene Tupfer, und man geht damit direkt auf die Creme und drückt ein bisschen und geht dann abschließend hoch. Würdest du denn sagen, der richtige Umgang mit einer Spritztüte ist schwer für einen Laien? Wie ich zum Beispiel? Das kommt darauf an, was man machen will. Also man kann auch mit Spritztüten Rosen machen, zur Dekoration, aber das kriegt, glaube ich, jeder hin. Also sehr, dann doch eher einsteigerfreundlich. Genau. Okay, eure Torte ist so gut wie fertig, wie ihr sagtet. Ich schaue mal rüber zu Sebastian. Ich sehe Himbeeren. Ja, ich auch. Du bist fertig? Genau, ich bin fertig. Ich muss das jetzt einfach nur in den Kühlschrank machen und dann muss ich 30 Minuten warten, damit es einmal fest wird und kann das nachher wieder raus und kann dann das schön verspeisen. Okay, also wie ihr seht, beide Torten sind so gut wie fertig, müssen jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank gestellt werden, braucht man ein bisschen Kühlzeit und können dann aber verputzt werden. Das heißt, wir kommen gleich zur spannendsten Teil unserer Sendung, zur Bewertung der Jury. The smoke is barely cleared from the fireworks New Year's Day. We're making the New Year's resolutions on our way. Somewhere deep in darkness, there ain't time to play. They're building a wall around the things we need to say. Und nun kommen wir zum Bewertungsteil. Und wen brauchen wir für den Bewertungsteil? Ganz klar die Jury. Hier sind Yannick, Ozan und Schokofee. Hallo! Moin! Na, sind Hallo. Wir jetzt nach der Produktion jetzt endlich da zum Bewerten. Und dafür haben wir natürlich auch einen schönen Preis, den kann man hier sehen. Okay. Beschreibt doch noch einmal kurz, wie ihr denn bewerten wollt heute. Also, wir haben uns, das haben wir ja schon zu Anfang angekündigt, wir schauen natürlich auf den Geschmack, weil das ist das Wichtigste, aber auch nach der Optik. Ich meine, so ein Kuchen sollte auch ganz gut aussehen und natürlich auch nach der Kreativität. Gut, dann kommen jetzt unsere Torten rein. Einmal die Torte von Liv und Bela. Dankeschön. Und einmal die Torte von Sebastian. Gut, dann ziehe ich mich mal zurück und lasse euch bewerten. Sehr gut. Wollen wir einfach mal probieren? Ich würde sagen, starten wir mit Sebastians Torte, oder? Die sieht optisch auch schon ganz schön aus. Schön verziert. Ja. Was denkst du dazu? Ich finde sie auch gut. Mir ist das vielleicht ein bisschen sehr viel Schokolade. Wie siehst du das? Meiner Meinung nach, also ich finde es eigentlich ganz okay. Okay. Ich meine, Schokolade gehört ja auch dazu. Würde ich einfach mal sagen, probieren wir mal, oder? Dann starten wir doch mal mit dem zweiten Kuchen. Was sagt ihr zur Optik? Also er sieht ja sehr lecker aus, das müssen wir ja sagen. Gut, ich würde sagen... Wir probieren. Ich habe gehört, ihr seid fertig. Genau. Jawohl, mit eurer Punkte zusammengeschrieben und seid bereit, das in die Punktevergabe zu tun. Dann kommen bitte die beiden Teams auch mit ins Bild. Vielleicht ein bisschen, ja. Rücken alle vielleicht ein bisschen zusammen, vielleicht die Jury auf eine Seite und ich und die beiden Teams. Genau, geht mal ein bisschen rüber. Genau. Dann starten wir mal mit der Kategorie Geschmack. Da hat das Team von Liv und Bela 8 Punkte von 10 Punkten. Also ziemlich gut. Ja, und bei Sebastian, der hat 7 Punkte von 10. Das ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir zur Optik. Da hat das Team von Liv und Bela ebenfalls 8 Punkte. Sebastian
Sebastian auch, der hat auch 8 Punkte. So, also Kopf an Kopf bisher. Und jetzt kommt die Kreativität. Was hat Sebastian da? Der hat hier 7 Punkte. Kreativität liegt hier auch bei 7 Punkten. Damit haben wir tatsächlich einen Gewinner, einen sehr knappen Gewinner. Denn das Team von Liv und Bela haben gewonnen mit einem Punkt Abstand. Stimmt das? Habe ich richtig gerechnet in meinem Kopf? Und zwar hat das den Punkt in dem Geschmack. Ja. Ja. Ne? Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen? Warum gibt es da den Punkt mehr? Ich finde, hier bei Velas und Livs Torte ist es ja nicht nur aus einer Schublade, sondern aus 2, 3. Und die Torte ist einfach schön mit Sahne geschmückt. Ach ja, ich habe Sebastian 8 Punkte gegeben. Ich fand seine Torte eigentlich ziemlich gut. Die war auch echt lecker mit den Himbeeren und der Schokolade. Also mir hat es echt gefallen, aber naja, andere Jurymitglieder, die mussten uns einigen, sagen wir mal. Und die Mitte. Okay. Also, wir können zusammenfassen, ein sehr knapper Sieg hier für die Schokoladentorte. Aber letzten Endes muss man wohl sagen, das selber Backen der Torten ist eine viel bessere Option, als zu sagen, ich nehme mal schnell eine Fertigmischung und mach mal so schnell in 10 Minuten eine ekelhafte, trockene Torte. Auch wenn das ein bisschen zeitaufwendiger ist, ist es doch ein deutlich besserer Augenschmaus und auch für den Gaumen ist es natürlich sehr deutlich wohltuender. Kommen wir zur Siegerehrung? Ja, dann haben wir hier etwas zu überreichen. Das schöne goldene Löffel. Genau. Und Konfetti. Konfetti! Hoppala! Okay, dann haben wir jetzt auch ein explosives Ende für diese Backshow. Wenn ihr selber jetzt Lust aufs Backen bekommen habt, dann könnt ihr unsere Rezepte hier, wie ich bereits gesagt habe, nochmal auf unserer Website nachgucken, auf schnappfisch.net. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Sendung und sage Tschüss! 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 Tschüss!